Herzlich willkommen zum InfoDirect Live Podcast am 16. Juni 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ehrlich gesagt wollte ich heute eigentlich gar keinen Live Podcast machen, weil mich meine Redaktionskollegen schon längst darauf drängen, endlich die nächste InfoDirect Print-Ausgabe fertigzustellen. Dann ist aber Folgendes passiert: Der freiheitliche Bildungssprecher im Nationalrat, Hermann Brückel, hat eine sehr spannende Anfrage im Nationalrat eingebracht und ich glaube, die wird vielleicht oder hoffentlich noch ziemlich für Wirbel sorgen. Aufgrund seiner Anfrage muss der Rechnungshof nämlich jetzt die Beschaffung der Nasenbohrertests für unsere Schüler überprüfen. Dabei soll es sich um ein Auftragsvolumen von bisher, man höre und staune, 139 Millionen Euro handeln. Ich freue mich sehr, heute in der Sendung jenen Mann begrüßen zu dürfen, der mit seiner Anfrage den Stein ins Rollen brachte. Sehr geehrter Herr Brückel, herzlich willkommen im InfoDirect Live Podcast. Ja, schönen guten Abend, Herr Schafmüller. Vielen Dank, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen. Sie sind ja am Vormittag schon im Nationalrat gesessen, jetzt glaube ich kurz von einer Sitzung weggegangen, um hier für unsere Leser Rede und Antwort stehen zu können. Ja, die Sitzung läuft noch, aber das ist halt unsere Aufgabe auch. Ja. Da gibt es keine Zeiten. Ja, danke, dass Sie sich da trotzdem für uns jetzt Zeit nehmen. Starten wir gleich ins Gespräch, dass Sie vielleicht die Schlussworte von der Sitzung zumindest noch mitbekommen. Was soll der Rechnungshof aus Ihrer Sicht überprüfen? Naja, es ist so. Wir Freiheitlich haben in den vergangenen 15 Monaten die Maßnahmen der Regierung sehr genau beobachtet und wir haben vieles auch massiv kritisiert, weil viele dieser Maßnahmen, die Türkis-Grün gesetzt haben, nicht nachvollziehbar waren. Jetzt ist das sozusagen gegipfelt in diesem Verlangen, das wir als freiheitliche Fraktion als freiheitlicher Parlamentsclub gestellt haben, dass der Rechnungshof hier eine Prüfung durchführt und zwar im Hinblick auf die sogenannten Tests. Sie haben es ja bereits erwähnt. Es geht hier um 139 Millionen Euro. So viel Geld, dass man wirklich für andere Dinge hätte verwenden können, die sinnvoller gewesen wären, die man anders hätte einsetzen können. Wir haben Vorschläge dazu gemacht, aber das ist jetzt einmal sozusagen das Ergebnis dessen und jetzt schauen wir mal, was der Rechnungshof daraus machen wird. Ich gehe davon aus, dass das durchaus Substanz hat, auch im Hinblick darauf, dass die Maßnahmen, die die Regierung in der Corona-Zeit auch in allen anderen Bereichen gesetzt hat, nicht diejenigen waren, die sich die Bevölkerung hätte gewünscht oder erwartet hätte und die vor allem auch dazu geführt haben, dass wir massiv natürlich jetzt in den finanziellen Mitteln hier aufbringen mussten, die in utopischen Summen sozusagen geendet haben. Und was soll der Rechnungshof jetzt überprüfen? Den Beschaffungsweg oder auch die Verhältnismäßigkeit? Was wird der Rechnungshof jetzt machen? Tatsächlich ist es so, dass wir also jetzt einmal die Prüfung durch den Rechnungshof verlangt haben. Der wird dem auch nachkommen, weil das Verlangen von 20 Abgeordneten unterstützt wurde. Es geht darum, dass also der Beschaffungsvorgang im Hinblick auf die Nasenbohrertests überprüft wird. Der Bundesminister Fassmann hat in der Ausschusssitzung im Unterrichtsausschuss vergangenen Mittwoch am 9. Juni erklärt, dass also mittlerweile 139 Millionen Euro ausgegeben wurden für diese Tests. Tatsache ist auch, dass also dafür grundsätzlich nur vorgesehen waren 84 Millionen Euro. Das ist schon die erste Diskrepanz, die sich ergibt und die uns dazu geführt hat, hier in dieser Richtung mehr oder weniger nachzuforschen. Was passiert denn hier tatsächlich? Es gibt hier ein paar Beispiele. Ich meine, wir haben in zwei Wochen, da hat OE24 darüber berichtet, also der Fellner Verlag sozusagen, dass in zwei Wochen zwei
1,6 Millionen Tests an den Schulen durchgeführt wurden und davon gerade einmal 435 positiv ausfielen. Und hinzu kommt, dass also die Fehlerquote bei diesen sogenannten Nasenbohrertests natürlich zwischen 25% und 30% laut Auskunft Fassmann liegt. Das heißt also letztendlich sind 325 Schüler oder Jugendliche oder Kinder positiv getestet worden. Was aber immer noch nicht bedeutet, auch wenn sie positiv getestet sind, dass sie tatsächlich auch krank sind, erkrankt sind oder andere anstecken können. Und das ist also dann die Frage, die wir gestellt haben. Schlussendlich, wir zahlen 16.000 Euro für einen positiven Test. Ob das den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit oder der Zweckmäßigkeit entspricht, das ist für uns die Frage und das sollte der Rechnungshof für uns klären. Haben Sie schon eine Antwort darauf, warum die Kosten dermaßen explodiert sind für diese Tests? Haben wir nicht eine Antwort darauf. Wie gesagt, wir haben den Rechnungshof beauftragt, das zu klären. Darf aber vielleicht dann im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch darauf zu sprechen kommen, dass wir natürlich auch, wie ich eingangs bereits erwähnt habe, zwar massive Kritik immer geübt haben, aber wir bei all diesen Dingen, bei all diesen Maßnahmen, die die Regierung gesetzt hat und die wir kritisiert haben, wir immer auch Lösungsvorschläge hatten und Lösungsvorschläge präsentiert haben, die also wesentlich einfacher zu handhaben gewesen wären und die weniger die Schüler und die Kinder und die Jugendlichen in vielen Bereichen belastet ist. Ich würde Sie am Ende des Gespräches gern noch dazu befragen, was Sie im Herbst, mit was die Schüler und die Eltern im Herbst dann, wenn die Schule wieder beginnt, zu rechnen ist. Und da ist dann sicher auch interessant, was Sie für Vorschläge haben. Jetzt würde mich aber noch interessieren, in Ihrer Anfrage, wenn ich das richtig gelesen habe, kommt die österreichische Mensenbetriebs GmbH vor. Was hat es mit der auf sich? Die Mensa Betriebs GmbH betreibt verschiedene, wie erkläre ich das jetzt, verschiedene Versorgungseinrichtungen sozusagen an Universitäten und auch einigen Mittelschulen. Das heißt, die betreiben dort das Buffet. Wir wissen nicht, hier hat es einen Zuschuss gegeben, einen Gesellschafterzuschüsse gegeben an diese Betriebs GmbH. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können, beziehungsweise für uns nicht erklärbar ist, wie es dazu kommen konnte. Und das ist der Grund auch, warum wir jetzt da geht es um 2,6 Millionen Euro. Das muss man auch sagen. Und schlussendlich hat das auch bedeutet, dass damit die Insolvenz dieser Mensenbetriebs GmbH vermieden wurde. Wir wollen, dass der Rechnungshof das ganz einfach auch aufklärt und ganz klar feststellen kann, wie es erstens zu dieser Förderung gekommen ist und zweitens vor allem auch, welchen Sinn das gehabt hat, ob das nachvollziehbar ist, dieser Zuschuss. Mit den Tests hat das aber jetzt mal nichts zu tun. Das ist nichts mit den Tests zu tun. Ich darf aber schon auch sagen, wir haben von Anfang an, seit 15 Monaten in Wirklichkeit, diese Tests, die an den Schulen und man spricht dann sehr gerne von den Schulen, aber tatsächlich geht es hier um unsere Kinder. Mhm. Es geht um unsere Kinder, es geht um Schüler, dass man hier diese zu Zwangstests verpflichtet hat, obwohl es aus unserer Sicht nicht notwendig gewesen wäre, weil es hier tatsächlich Konzepte gibt, die das unnötig gemacht hätten. Und wir haben diese Konzepte präsentiert, wir haben sie auch dem Herrn Bundesminister Fassmann vorgelegt. Ein wirkliches Argument dagegen, gegen unsere Vorschläge hat es nicht gegeben. Tatsache ist einfach, man wollte sie offensichtlich nicht und man hat auf diese Tests gesetzt. Bleiben wir doch noch kurz bei der Rechnungshofüberprüfung. Ja. Wird der Rechnungshof auch überprüfen, ob der Einsatz dieser Mittel, 16.000 Euro, für die Auffindung eines positiv getesteten Schülers ist ja doch eine immens hohe Zahl. Wird der Rechnungshof sich auch mit der Verhältnismäßigkeit beschäftigen? Oder? Der Rechnungshof prüft grundsätzlich, überprüft die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit in diesem Sinne, wie Sie es jetzt fragen, ich weiß nicht, ob das auch zum Ausdruck kommen wird, dann im Ergebnis, aber zu sagen, ich meine, die Schulen waren, das muss ich auch dazu sagen, die Schulen waren niemals die Treiber des Infektionsgeschehens. Ich meine, es geht ja nicht darum zu sagen, Corona gibt es nicht oder sich selbst sozusagen als Corona-Leugner hinzustellen, sondern es geht darum zu sagen, Corona war da, aber ist der Einsatz der finanziellen Mittel, die wir in diesem einen Bereich aufgewendet haben,
tatsächlich entspricht das der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit, nämlich dem Auftrag, dass auch jeder Politiker, beziehungsweise in diesem Fall der verantwortliche Bundesminister, den der verantwortliche Bundesminister hat, entspricht das diesen Grundsätzen. Und das wird hoffentlich der Rechnungshof auch entsprechend herausarbeiten. Meine hoffentlich Verschwörungstheorie in diesem Zusammenhang ist ja die, dass ich glaube, dass man mit diesen Zwangsmaßnahmen die Schüler und Eltern dazu bewegen möchte, dass sie sich zukünftig impfen lassen werden. Aber das ist ein anderes Fass. Wann glauben Sie, dass es soweit ist, dass wir mit einem Ergebnis des Rechnungshofes rechnen können? Das ist die Rückseite sozusagen dieser ganzen Geschichte. Ich meine, der Rechnungshof hat Zeit. Ich weiß das genaue Datum nicht, aber im Regelfall kann man damit rechnen, dass diese Prüfung etwa 2 Jahre dauern wird. Also nichts mit im Herbst wissen wir Bescheid, bevor die Schule wieder aufhört. Nein, Sie wissen, wir haben in Oberösterreich Wahlen. Das wäre natürlich eine gute Geschichte, aber das wird es definitiv nicht spielen. Ist uns aber auch nicht, ich sehe es auch nicht politisch, sondern ich sehe es wirklich dahingehend, dass man sagt, ist so etwas notwendig? Liebe Bundesregierung, ist es notwendig, Maßnahmen zu setzen, die die Bevölkerung und die vor allem unsere Kinder massiv trifft? Ist es notwendig, diese Maßnahmen so zu setzen, wie ihr das getan habt? Und wie gesagt, leider Gottes dauert es zwar so lange, aber dafür ist natürlich auch eine entsprechend perfekte und gute Prüfung garantiert durch den Rechnungshof. Ob uns die dann noch etwas bringt, wenn wir sie in 2 Jahren in den Händen halten und der ganze Wahnsinn da jetzt so weiterläuft, ist die andere Frage. Glauben Sie, dass, wenn das Ergebnis dann da liegt, dass das endlich einmal Auswirkungen auf die österreichische Innenpolitik und insbesondere auf die Regierung hat? Bisher scheinen ja die meisten Anwürfe an der Regierung abzuperlen. Ich muss jetzt dazu sagen, einerseits, wir haben ein demokratisches System, das so aufgebaut ist, dass es einen Teil der politischen Parteien oder der Mandatar der politischen Parteien gibt, die regieren, und ein Teil ist in Opposition. Und es Aufgabe der Regierung ist es zu regieren, Aufgabe der Opposition, wie es jetzt in Österreich ist, ist es, diese Regierung entsprechend zu kontrollieren. Das ist eine der Hauptaufgaben, die eine Oppositionspartei hat. Diesem Auftrag der Kontrolle kommen wir hier ganz klar nach. Ich weiß, und es tut mir auch leid, dass das so lange dauert, aber das ist einfach so. Tatsache ist aber auch, dass das für die Zukunft sicherlich Auswirkungen haben wird. Wie es sich auf diese Regierung, die jetzt in Amt und Würden ist, nämlich die Türkis mit Grün, auswirken wird, das kann ich nicht sagen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht sagen kann, wie lange diese Regierung noch in Amt und Würden sein wird. Ich glaube, das wissen Sie selber momentan noch nicht. Ja, das wird sicher spannend, auch was danach geschehen wird. Wird sicher spannend. Die Prüfung vom Rechnungshof wird am Herbst Auswirkungen haben, was wahrscheinlich auch keine Auswirkungen haben wird, aber was wir trotzdem besprechen sollten, ist, dass die FPÖ andere Vorschläge als Testungen und Impfungen in den Schulen hat. Wollen Sie uns kurz erzählen, wie diese ausschauen würden? Ja, wir haben, vielen Dank für die Frage, das darf ich gleich vorausschicken, weil es genau das ist, was es am Punkt trifft. Wir haben also massiv immer den Testzwang in den Schulen und vor allem auch die Maskenpflicht kritisiert. Die Maske im Unterricht jetzt, also während der Zeit, während die Schüler lernen und die Lehrer unterrichten, weil auch das darf ich dazu sagen, man vergisst immer gerne auf die Lehrer, aber auch die leiden natürlich oder haben bisher immer gelitten unter den Maßnahmen dieser Regierung. Es geht darum, eben diesen Maskenzwang, den wir auch hatten, dass der Gott sei Dank endlich einmal jetzt vorbei ist, zumindest im Unterricht. Also diese beiden Dinge, Testen und Maskenzwang, waren es, die wir also massiv kritisiert haben, auch andere Dinge. Vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil Stichwort Matura zum Beispiel ist so etwas. Aber wir haben also hier wirklich Vorschläge gemacht, Lösungsvorschläge, die das unnötig machen. Es gibt von der Professor Kehler, der Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München, hat hier ein Modell erarbeitet bzw. erforscht sozusagen, das dazu geführt hat, dass man den Unterricht gestalten kann, ohne Maske zu tragen und ohne getestet zu sein. Zahlreiche Schulen in der Bundesrepublik haben das auch umgesetzt, wie er uns mitgeteilt hat. Wir waren also da schon einige durchaus eng in Kontakt mit ihm, hat uns dieses Konzept auch erklärt und zur Verfügung gestellt. Es geht bei diesem Konzept darum, dass er sagt,
wir könnten, oder nicht nur wir könnten, man darf in den Schulräumen, in den Klassenräumen Luftreiniger, also Raumluftreiniger einsetzen, gleichzeitig in Verbindung mit Trennwänden zwischen den Schülern. Dieses Konzept würde also die Maske im Unterricht unnötig machen. Jetzt ist es so, dass dieses Konzept, wie gesagt, in zahlreichen Schulen in der Bundesrepublik umgesetzt wurde. Und wenn ich das ins Verhältnis stelle zu den 139 Millionen Euro, die für die Tests ausgegeben wurden, da hätte ich unsere Schulen, unsere Klassenräume allesamt mit diesen Luftreinigungsgeräten und mit Trennwänden ausstatten können. Das muss man dazu sagen. Und dann wäre der Unterricht über fast ein Jahr oder über ein Jahr hinweg möglich gewesen, ohne dass ich Schüler traktiere mit Tests oder mit Masken tragen. Und das ist wirklich eine Zumutung, wenn du heute 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden im Klassenzimmer sitzt und diese Maske tragen musst. Und das ist sozusagen, das war unser Gegenvorschlag. Man hat ihn zwar aufgenommen, man hat sich's angeschaut von Seiten des Ministeriums und von Seiten des Bundesminister Fassmann, aber man hat schlussendlich nicht umgesetzt. Dieses Konzept hätte nämlich auch einen Riesenvorteil, dass ich Sicherheit und Planbarkeit für den Herbst gewährleisten kann, dass ich sagen kann, wir starten mit diesem Konzept, mit diesem Raumluftreiniger in Verbindung mit Trennwänden und natürlich auch in Verbindung mit den Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, Hände reinigen und wie lüften, Fenster öffnen in den Klassenzimmern. Damit starte ich ganz fix in den Herbst und jeder hat Planbarkeit, jeder weiß, was im Herbst auf ihn zukommt und es ist gewährleistet, dass es keine Schulschließungen mehr geben wird. Denn die Schulschließungen waren in Wirklichkeit das größte Übel, das man unseren Kindern angetan hat. Herr Brückel, die 139 Millionen Euro, über die wir die ganze Zeit sprechen, sind ja, glaube ich, nicht für das ganze Schuljahr gewesen für die Tests, sondern nur für die letzten Monate, oder? Also wenn das ein ganzes Jahr gewesen wäre, wäre das noch einmal um einiges mehr. Das war für, man muss da hinzufügen, es waren die Tests, die allesamt, alle Tests, ich weiß jetzt nicht, wann der erste Tag war, wenn mit der Testerei begonnen wurde, aber es waren also alle Tests bis zum Stichtag 9. Juni. Man muss aber dazu sagen, dass dann natürlich dass es Sommerferien gegeben hat, dass es Weihnachtsferien gegeben hat und so weiter. Also das war wesentlich weniger als ein Jahr. Also das ist spannend. Was auch spannend ist, ist, dass ich glaube, einen Widerspruch in Ihrer Argumentation entdeckt zu haben. Nämlich, Sie haben vorher gesagt, die Kinder sind keine, also für Kinder besteht durch Corona keine besondere Gefahr und sie tragen auch keine besondere Gefahr in sich, dass sie jetzt andere anstecken würden. Warum braucht man dann überhaupt diese Maßnahmen in den Klassenzimmern? Da muss ich korrigieren. Also ich habe nicht gesagt, dass Kinder nicht anstecken können und keine Gefahr in sich tragen. Aber die Schulen und die Schulen waren nicht die Treiber des Infektionsgeschehens. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, dass das Kinder ganz anders, und das weiß man mittlerweile ja ganz anders auf Corona reagieren wie Erwachsene oder wie ältere Menschen. Also das bitte ich schon auch zu ganz klar auch zu differenzieren. Also Sie haben gesagt, dass wir das klarstellen, die Schulen waren keine Infektionstreiber, aber aus Ihrer Sicht sind die Schüler trotzdem auch gefährdet. Na, natürlich, es hat ja auch Infektionen gegeben an Schulen. Das ist ja nicht so, dass das nichts gewesen wäre. Aber Tatsache ist auch, dass wir dort bei weitem nicht jenes Geschehen hatten, wie es vor allem während der Zeit des Lockdowns in den Familien, im privaten Umfeld, im privaten Bereich passiert ist. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu, in der Zeit des Lockdowns, in der Zeit der Schulschließungen, wobei ich auch ehrlicherweise dazu sage, tatsächlich geschlossen waren die Schulen ja nicht. Das war ja nur eine Verlagerung des Unterrichts. Das muss man ja auch wieder dazu sagen, aber effektiv waren halt die Schulen zu. Das war halt so. Aber dass es auch in dieser Zeit keine Tests gegeben hat. Daher ist also diese 139 Millionen begründen sich wirklich auf einen sehr geringen Zeitraum, für den man also dieses Geld ausgegeben hat, für den man die 139 Millionen verwendet hat, alleine für die Tests. Ja, wie hoch das Infektionspotenzial wirklich ist, ist ja auch umstritten. Da gibt es ein spannendes Gerichtsurteil aus Wien dazu. Da hat die FPÖ
eine Demonstration angemeldet, am 31. oder 30. Jänner war das, glaube ich, und das Gericht hat da das Zahlenmaterial, das die Bundesregierung sich beischafft, um die Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen, ja, sehr stark kritisiert. Also da könnte man sogar noch einen Schritt davor ansetzen und das hinterfragen. Aber Ihre Vorschläge wären jetzt für den Herbst, damit man in die Schulen, damit man gut ins neue Schuljahr starten kann, dass der Sommer genutzt wird, um Trennwände zu besorgen und Luftreiniger. Stimmt das so? Das ist einmal grundsätzlich ein Punkt. Ja, das ist ein Punkt. Aber es sind natürlich in dieser gesamten Krise, es ist ja nicht nur, dass wir uns davor schützen müssen, dass unsere Kinder an Corona erkranken, sondern es geht ja auch darum, dass in dieser Phase des Distance Learnings, in der Phase der Schulschließungen, natürlich Bildungsrückstände entstanden sind. Bildungsrückstände und vermutlich auch Bildungsverluste. Und ich meine, auch dazu gibt es Untersuchungen bereits aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, weil damals gab es, glaube ich, das war in Holland oder in Belgien, wo man also das untersucht hat, da wurden die Schulen geschlossen, weil es Streiks gab und Ähnliches über Monate hinweg. Und man hat also festgestellt, dass hier da massiv Bildungsverluste aufgetreten sind. Und diese Bildungsverluste muss man natürlich jetzt auch wieder aufholen. Das heißt, das eine ist das Konzept, wie kann ich im Herbst in die Schule gehen, so dass gewährleistet ist, dass es Präsenzunterricht gibt, und zwar rund um die Uhr und nicht wieder nur 3 Wochen und dann sind wir wieder 4 Wochen zu Hause oder Ähnliches, sondern ich muss gewährleisten den Schulbesuch und ich muss auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Schüler das, was sie jetzt sozusagen versäumt haben oder das, was nicht gelernt werden konnte, dass man das nachholt. Herr Brückl, wie soll das funktionieren? Das ist ja fast ein ganzes Jahr verloren gegangen. Wie soll man das wieder... Wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen, es sind in Wirklichkeit 1,5 Jahre, die verloren gegangen sind. Oder es sind 3 Semester. Ja, und wie soll man das wieder aufholen können? Wir haben dazu Vorschläge, wie man das machen kann. Das braucht natürlich seine Zeit, aber diese Vorschläge haben wir. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt und ich habe das immer wieder betont. Wir haben viel kritisiert, viele der Maßnahmen, die Regierung gesetzt hat, haben wir kritisiert, aber wir haben zu jeder Kritik, die wir eingebracht haben, Vorschläge gebracht, wie man es anders und besser, aus unserer Sicht, besser machen könnte. Jetzt für den Herbst, um diese Bildungsrückstände, die entstanden sind, aufzuholen, ist ein Vorschlag, wir haben ein ganzes Programm, aber ich sage Ihnen ein paar Punkte daraus. Eine Klassenteilung, nämlich dahingehend eine Klassenteilung, da halten wir uns an einen Vorschlag, den der Herr Professor Michael Hütter, das ist ein deutscher Wirtschaftsforscher und Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, eingebracht hat. Und zwar, der hat gemeint, und zwar bei der New York Experience 2021 in Hamburg, in der Elbphilharmonie, im April hat er gemeint, wir sollen die Klassen in den Kernfächern teilen. Das würde also bedeuten, dass wir für 2 Jahre die Klassen in den Kernfächern der jeweiligen Schule, natürlich schultypbezogen, teilen und darüber eben eine bessere Bildungsintensivität erreichen, dass also ein Teil dieses Bildungsverlustes wieder aufgeholt werden kann. Herr Brückl, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das, was Sie sagen, ich bin 1982 geboren, das kommt mir bekannt vor aus meiner Hauptschulzeit. Das ist aber leider aufgelöst worden. Das waren in den Hauptfächern die Leistungsgruppen in 3 Unterstufen. Ja, Herr Schaffner, das ist ein ganz anderes Thema, weil da sind wir dann beim differenzierten Schulsystem. Das muss ich auch dazu sagen. Wir sind also, das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass wir die Klassen, egal welchen Schultyps jetzt, wenn ich die neue Mittelschule nehme, in den Kernfächern wie Deutsch, Mathematik oder Englisch, dass ich sie dort teile und hier sozusagen durch kleinere Klassen einfach eine bessere Intensivität erreiche, dass diese Verluste, diese Bildungsverluste, die entstanden sind, aufholen kann. Also aus meiner Sicht ist das ähnlich wie bei den Leistungsgruppen, da war man dann auch zumindest fast um die Hälfte weniger. Weniger Schüler bedeutet mehr bessere Qualität des Unterrichts. Das muss man ganz offen sagen. Weil ein Lehrer sich einfach, ob er jetzt mit 10 Schülern oder mit 20 in der Klasse sitzt, mit 10 wesentlich besser auseinandersetzen kann mit jedem Einzelnen als mit 20. Ich gebe Ihnen durchaus recht. Also das ist nicht so weit hergeholt, dieser Vergleich, aber das ist ein Teil oder ein Punkt dessen, was wir vorschlagen.
Was wir noch vorschlagen, wäre zum Beispiel, dass man Blockveranstaltungen in Anführungszeichen durchführt, nämlich zu Schulbeginn. Dass man den Unterricht, der bis 12, bis 13 Uhr dauert, um 2-3 Stunden verlängert an den Nachmittagen über eine Dauer von 4 Wochen hinweg und hier ebenfalls in den Kernfächern zusätzlich unterrichtet, nämlich jenen Stoff, der so entweder verloren gegangen ist oder der einfach viel zu wenig hat durchgenommen werden hat können. Da werden Sie sich bei den jungen Wählern aber keine Freunde machen, glaube ich. Es geht mir nicht um die jungen Wähler, sondern es geht darum, dass wir drei Problemfelder haben in Wirklichkeit. Das eine ist die Gesundheit, das andere ist die Psyche der Kinder und das dritte sind natürlich die Bildungsverluste und die Bildungsrückstände, die jetzt da sind. Und unser Vorschlag in Richtung Bildungsrückstände geht eben dahingehend, dass wir ein mehrgliedriges Punkteprogramm haben, Klassenteilungen, Blockveranstaltungen, dass wir auch wollen, dass die Sommerschulen besser ausgebaut werden, dass wir auch wollen, dass man private Nachhilfe- und Bildungsinstitute einbindet, weil es wird natürlich auch mehr Lehrer brauchen, wenn ich die Klassen teile, das ist völlig klar. Aber private Bildungsinstitute haben bereits angeboten, dass sie ihr Lehrpersonal zur Verfügung stellen dafür. Und wichtig ist, weil ich es gesagt habe, es sind drei Punkte, es ist ja, wie gesagt, massiv getroffen ist ja auch die Psyche, sind die Seelen unserer Kinder, das muss man auch so sagen. Und hier wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir erstens einmal wieder zulassen, dass die Kinder ohne große Belastungen, vor allem ohne Tests, wieder ein gesellschaftliches Leben führen können, dass Vereinsleben wieder möglich ist und zwar in dem Ausmaß, wie es auch früher möglich gewesen ist. Wenn der Fußballverein nur oder wenn man beim Tennisverein nur mit 4 Kindern einen Kurs machen kann, tatsächlich wären 8 da, ja, das geht, das muss sich ermöglichen, das muss möglich sein. Also Vereinsleben muss zugelassen werden. Da darf ich kurz unterbrechen für eine Werbeeinschaltung, wie sehr gerade Jugendliche unter den ständigen Lockdowns und Einschränkungen gelitten haben, sieht man bei einer Straßenumfrage, die wir am Samstag, die habe ich gemeinsam mit dem Kollegen Hannes Zingerle aus Südtirol in Wien jetzt durchgeführt, im Bermuda-Dreieck, wo die Jugendlichen ganz klar sagen, sie würden alles dafür tun. Eine hat sogar gesagt, sie würde sich jedes Gift spritzen lassen, nur damit sie ihr normales Leben wieder zurückbekommt. Und da bekommt man dann ungefähr einen Eindruck, wie es Jugendlichen mit dieser Situation ergangen ist. Ja, wir wissen, dass also alleine diese Vorstellung, dass die Zahl jener Jugendlichen, die sich mit Selbstmordgedanken, die mit Suizidgedanken gespielt haben, sich vervierfacht hat, das ist dramatisch. Das ist unglaublich. Und wir hatten an psychiatrischen Abteilungen in Krankenhäusern das, was man im Falle von Corona immer vermeiden wollte, nämlich diese sogenannte Triage. Man hat also gesagt, ja, den können wir nehmen, der ist schwer erkrankt und der ist weniger schwer erkrankt, den können wir derzeit nicht behandeln. Das ist ja genau das Problem. Und darauf wurde nie Rücksicht genommen. Und das ist das, was ich dem Herrn Bundeskanzler so zum Vorwurf mache. Das ist es, wo ich immer wieder sage, der Kurz hat mit seiner Politik der Schulschließungen, denn fairerweise muss ich auch sagen, Bundesminister Fassmann hat immer wieder danach getrachtet, die Schulen offen zu halten. Schlussendlich hat er sich aber seinem Bundeskanzler gefügt, hat die Schulen geschlossen. Dass das der schwerste und größte Fehler war, den diese Bundesregierung hat machen können. Alles wäre nicht notwendig gewesen, wenn ich nur unser Konzept in Erinnerung rufe. Ich glaube, bei den Schulschließungen ist es auch nicht wirklich immer um das Infektionsgeschehen gegangen, sondern darum, dass man das öffentliche Leben einschränkt. Und das geht eben leichter, wobei das stimmt jetzt gar nicht, was ich sage, weil wenn die Schulen offen geblieben wären, dann wären die Eltern in die Arbeit gegangen und dann wäre wieder mehr los gewesen. Und darum hat man ja, glaube ich, die Schulen gesperrt und nicht, weil man geglaubt hat, dass die Schulen so gefährlich sind, oder? Bis zu einem gewissen Grad werden Sie wahrscheinlich recht haben, aber Tatsache ist, wir haben unsere Kinder krank gemacht und zwar in Masse. Das muss man ganz offen sagen. Und mein eigener Sohn ist Student, der ist jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr auf einer Universität gewesen. Der sieht seine Leute nicht. Der sieht seine Freunde nicht, weil er nicht hin kann, weil es zu war. Und das Problem ist ja, dass im Herbst, so wie sie es jetzt darstellen, kannst du im Herbst nur mehr dann auf die Universität gehen, wenn du geimpft bist.
Ich meine, ich bin kein Impfgegner, das darf ich auch sagen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Wenn sich jemand impfen lassen will, soll er das tun. Aber es kann nicht sein, dass ich, wenn ich nicht geimpft bin, dadurch Nachteile erleide. Und genau das ist ja der Punkt im Endeffekt. Auf das läuft es ja hinaus. Wer nicht geimpft ist, der wird eingesperrt zu Hause. Das waren jetzt die letzten Nachrichten am Abend, die ich noch mitverfolgen konnte, dass die 3G-Regel für Unis in die 1G-Regel umgewandelt werden könnte. Und der Wiener SPÖ-Stadtrat Hacker, heißt er, glaube ich, hat auch vorgeschlagen, dass man im August die Diskotheken und Nachtbars wieder aufsperren sollte und dann aber auch nur für Geimpfte. Ja, das ist etwas, ich meine, das ich weiß nicht, sind wir in Nordkorea oder wo sind wir? Also das ist etwas, das kann es nicht sein. Das muss man ganz klar sagen. Es kann nicht sein, entweder du tust oder du darfst nicht, sondern es muss sein, es muss die Freiwilligkeit da sein. Aber bei dieser Regierung. Das ist die neue Art von Freiheit, die zur neuen Normalität von Sebastian Kurz aus meiner Sicht. Ja, diese neue Normalität, ich muss Sie unterbrechen, aber diese neue Normalität haben wir als Freiheitlich und ich auch persönlich massivst immer abgelehnt. Es gibt keine neue Normalität. Es gibt ein Leben, so wie wir es gewohnt sind, oder es gibt es nicht. Ganz einfach. Aber eine neue Normalität, die darf es niemals geben. Und schon gar nicht, dass man eine Impfpflicht hat. Wie gesagt, ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch kein Problem, dass ich mich selbst impfen lasse. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Wenn mein Hausarzt mir das sagt und meint, ja, mach es ist gut, du bist in einem Alter, in dem brauchst das, dann werde ich das auch tun. Also da habe ich kein Problem und ich bin gegen alles Mögliche geimpft, was man da impfen kann. Mein Impfpass ist sehr voll. Aber es kann nicht sein, dass man verpflichtet wird, sich zu impfen zu lassen oder wenn ich es nicht bin, dann darf ich keine akademische Laufbahn einschlagen. Also das ist das geht ganz einfach nicht. Das geht nicht. Was aber geht, ist die Matura und da haben Sie noch etwas anzumerken, glaube ich. Ja, da hätte ich schon etwas anzumerken, weil das auch oder da nicht hätte, sondern da habe ich tatsächlich etwas anzumerken, weil es ein Punkt ist, den wir auch sozusagen in Vorbereitung auf den Herbst und auf die bevorstehende Matura vorschlagen. Einerseits muss man ganz klar sagen, die Matura, die Zentralmatura, wie wir sie kannten, bis Corona gekommen ist, die hat funktioniert. Das war so und das hat auch gepasst. Jetzt ist man dazu übergegangen, einerseits einmal die mündliche Matura gänzlich ausfallen zu lassen, mehr oder weniger abzuschaffen und zum Zweiten gegenüber dem Vorjahr, weil offensichtlich also die Mathematik-Matura zu schlecht ausgefallen ist, hat man hier, und das sage ich sehr bewusst, die Mathematik-Matura nach unten nivelliert. Und das ist ein Zustand, der darf nicht sein. Auch dahingehend nicht, weil wir uns ja selbst als Österreicher im internationalen Vergleich immer auch sehen müssen. Wir müssen danach trachten, dass unsere Kinder möglichst gut ausgebildet sind. Sie müssen möglichst gut ausgebildet sein, damit sie im internationalen Bewerb, im späteren Leben, in der Wirtschaft mithalten können. Und wenn wir das nicht gewährleisten, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind, dann bedeutet das auch einen ganz, ganz schweren Schlag für unsere Wirtschaft. Das muss man ganz offen so ansprechen. Jetzt hatten wir eine Mathematik-Matura, die heuer wesentlich besser ausgefallen ist. Die Regierenden haben dieses Ergebnis in den Himmel gelobt, weil es ist so super. Tatsache ist, man hat sie einfach nach unten nivelliert. Und das kann es aus unserer Sicht nicht sein. Daher ist unsere Forderung einerseits, dass man diese Zentralmatura insofern auf die jeweiligen Schulen übertragen. Da brauche ich eine Schulautonomie, wenn die Lehrer vor Ort ganz genau wissen, welchen Stoff sie mit ihren Schülern gut geübt haben, was sie ihnen beigebracht haben und was sie vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben. Und dann kann ich auch gewährleisten, dass die Matura, dass das Niveau der Matura ein gleiches bleibt. Das ist unsere Forderung. Also Sie schlagen eine Mischung aus Zentralmatura und Schulautonomie vor bei den Matura-Prüfungen? Man kann so sagen, ich sage es jetzt als Politiker mit dem Stichwort Matura alt. Aussetzen der Zentralmatura und eine teilzentrale Matura und gleichzeitig die Matura alt, indem ich sage, die Lehrer vor Ort, der Direktor in Völkerbruck, der Direktor oder der Lehrer in Völkerbruck, der Lehrer in Everding, der Lehrer in Linz, der Lehrer in Scherding erarbeitet die Matura und stellt die Aufgaben an seinen Schülern. Und was es nicht geben darf, ist der Entfall der mündlichen Matura aus unserer Sicht.
Also die, auch die muss bleiben. Was gerade vielleicht, was den Kleidungsstil betrifft, weil bei einer Reifeprüfung war zumindest bei meiner Berufsreifeprüfung so, dass junge Herren und auch Damen wieder weggeschickt wurden, dass sie bitte besser gekleidet wiederkommen sollten, da sonst die Prüfung etwas schwerer sein könnte. Und ich glaube, das hätte unseren Gesundheitsminister vielleicht auch nicht geschadet, so eine Hürde. Ja, ich da vielleicht, da möchte ich kurz einwenden. Wir hatten, es gab eine Bundesratssitzung, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber einer unserer Mandatare hat in einer Rede dann, wie der Bundesminister Mückstein sich vorgestellt hat, ihm ein neues Paar Schuhe überreicht, wenn Sie das ansprechen, ein neues Paar Schuhe überreicht mit der Bitte, diese auch zu benutzen. Ja, das war ganz interessant. Der Gesundheitsminister hat gesagt, er ist so im Stress gewesen, er ist eilig einberufen, weil er hat nicht mal Gelegenheit gehabt, dass er sich ordentliche Schuhe anzieht. Was ja man muss auch wissen, der Herr Mückstein kommt ja, weil das ist jetzt, das passt zwar nicht dazu, aber der Herr Mückstein kommt ja aus keiner armen Familie. Also der weiß schon, wie man sich benimmt normalerweise, und der hat das ganz bewusst eingesetzt. Also davon gehe ich schon aus. Ja, das ist ein Marketing-Schmäh. Das glaube ich auch. Was mich Ihre Erzählung über die Nivellierung nach unten bei den Maturern und in diese Richtung hat mich daran erinnert, wie sich bei mir ein Berufsschullehrer, Mal- und Anstreicher mal gelernt, und da haben wir einen neuen Berufsschullehrer bekommen, und der hat uns beim Test die Schulbücher am Tisch legen lassen und hat gesagt, wir sollen doch bitte zusammenarbeiten, weil er möchte nicht vor dem Direktor blöd darstellen, wenn die Tests negativ ausfallen, und er möchte, dass jeder von uns einen 1 und 2 bekommt, dass ihm auch der Direktor dann gut bewertet. Und das erinnert mich sehr an das Verhalten der Bundesregierung. Unser Zugang ist natürlich der als Freiheitlicher auch, es muss ein Leistungsprinzip geben. Und das zieht sich natürlich für uns auch durch, vom Jugendalter an bis zum Erwachsenenwerden. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, Kinder auch in der Volksschule wollen Noten haben, weil sie sich ja auch darüber freuen, wenn sie einen Einser bekommen. Also das Leistungsprinzip ist etwas, was in unserer Gesellschaft verankert ist, aber es ist ja nicht nur verankert, es ist ja auch notwendig. Denn wenn ich keinen Leistungsgedanken in mir habe, kann ich auch keine Spitzenleistungen bringen. Das heißt, wir wollen jeder Einzelne wirkt ja dazu mit, dass unser Land in der Welt wirklich, ob im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, egal wo auch immer, an der Spitze dabei ist. Und Österreich ist ein kleines Land. Das heißt, wir haben also relativ wenig Menschen zur Verfügung jetzt im Vergleich zu anderen Nationen. Und wir können es schaffen, wenn wir eine gute Ausbildung gewährleisten, dass dieses Land und dass die Menschen in diesem Land nicht nur frei sind, dass sie nicht nur individuell leben können, so wie sie das wollen, selbstbestimmt leben können, sondern dass sie vor allem auch dazu beitragen, dass Österreich wirklich Spitzenleistungen in der Welt erbringt. Und das gilt nicht nur für die Wirtschaft, das gilt für den Sport, das gilt für die Kultur und Ähnliches. Und ich meine, wenn man in der Geschichte, in der Historie betrachtet, welche Österreicher tatsächlich in der Weltgeschichte sozusagen oder in der Weltgeschichte geschrieben haben, darf das so formulieren, dann ist das schon sehr beachtlich. Und das fängt, wie gesagt, in der Kunst, in der Kultur, das fängt in der Musik an, das geht über den Sport und das endet schlussendlich auch in der Wirtschaft. Eine wichtige Rolle hier wären wahrscheinlich auch die Vorbilder, weil die Menschen damals haben wahrscheinlich andere Vorbilder wie eine Lady Gaga oder sonstige gehabt. Jetzt wäre es aus meiner Sicht spannend, wenn wir einen grünen oder roten Politiker noch zu Gast hätten. Mich würde interessieren, was der zu dem sagt, was Sie unter Leistung immer verstehen, wie man das argumentieren kann, wie ein Land und ein Volk bestehen kann, wenn die Leistung keine Rolle mehr spielt, sondern nur mehr, weiß ich nicht mehr was. Wir leben in einer verrückten Welt, da fehlen mir die Worte, und deshalb, Herr Brückel, gehören Ihnen die Schlussworte. Ja, die Schlussworte, das freut mich jetzt sehr. Die Sitzung neigt sich nämlich dem Ende zu, da hier in Wien. Aber die Schlussworte, ich kann nur darauf hinweisen, wir haben im September in Oberösterreich Landtagswahlen. Ich hoffe, dass wir hier als freiheitliche Partei realisieren werden, dass wir als freiheitliche Partei ein gutes Ergebnis einfahren werden. Ich werde alles dafür tun. Ich stehe an der Seite meines Landesparteiobmannes. Ich stehe an der Seite von Dr. Manfred Heimbuchner, den ich absolut loyal unterstütze in jeder Hinsicht.
Und ich hoffe, dass auch der neue Bundesparteiobmann, der Herbert Kickl, uns hier entsprechend unterstützen wird. Also das wird, wenn wir hier zusammenhalten, wenn wir hier gut auftreten, dann werden wir ein wirklich gutes Ergebnis für Oberösterreich einfahren. Das hoffe ich jetzt einmal für den Landtag. Das hoffe ich nicht nur. Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis zustande bringen werden. Das Letzte, was ich noch sagen darf, ist sozusagen das, was wir als Freiheitliche in Oberösterreich jetzt in dieser Wahlbewegung tragen. Das sind die Stichworte, und wir haben gerade darüber gesprochen, das sind die Stichworte Leistung, Heimat und Freiheit. Und das ist es, worauf es schlussendlich ankommt, das Freiheitliche, dass wir allesamt in einem freien Land ohne Zwänge leben können, selbstbestimmt leben können, sodass jeder auch das tun will und tun kann, was er möchte. Und dass eben, wie gesagt, die Leistung ein Faktor ist, der auch belohnt wird. Leistung, Freiheit, Heimat. Herr Brückel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe leider noch eine schlechte Nachricht. Ich muss Sie bitten, doch kurz dran zu bleiben. Bei uns ist es nämlich üblich, dass man am Ende des Podcasts noch ein, zwei Fragen stellen kann, falls noch jemand Fragen hat. Ja, gerne, überhaupt kein Problem. Jetzt kommt noch kurz meine Werbeeinschaltung und kurz Musik, aber bitte trotzdem dann noch dranbleiben. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, dieser Podcast, dieser InfoDirect Live Podcast findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr statt. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann bitte ich euch, den Link, den es morgen dazu geben wird, weiter zu verbreiten und eure Freunde zur nächsten Live-Sendung einzuladen. Beste Grüße an unsere YouTube-Zuhörer und an die Zuhörer im Podcast. Guten Abend.